So, ihr seht das schon, heute mal wieder 79,20 und wir haben vor allen Dingen auch das 26,30 und einen wunderschönen Receiver Starfire 6000 am Dach, denn wir wollen heute mal mit dem Striegel los und wollen mal gucken, wie dieses Ding hier auf den bereits bearbeiteten Flächen funktioniert. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Insgesamt freue ich mich endlich mal wieder auch 79,20 in Action zu haben. Hatten ja schon drüber gesprochen, so ein paar kleine Wehwehchen hat er gehabt. Aber jetzt scheint alles wieder in Ordnung. Kühlung, Öl, ihr seht das schon, Coolguard aus Sicherheitsgründen nochmal dabei. Aber eigentlich läuft jetzt wieder alles. Und mal gucken, ob das auch heute über den Tag hält. Ihr könnt schon sehen, wir haben da oben den Starfire 6000 Receiver und natürlich auch das Display auf der Kabine. Denn wir sind heute hier mit dem Striegel in den Rapsstoppeln oder auf den Rapsstoppeln unterwegs. 7 Meter Arbeitsbreite und ja, probieren das Gerät mal aus hier. Funktioniert ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, erhält am Ende des Tages natürlich mehr Bodenkultur, als wenn man hier mit einer tieferen Bodenbearbeitung oder gar Scheibenegge durchgehen würde. Das heißt, ja, immer mehr eine ganz interessante Wahl, diese Flächen nach der Saison zu striegeln, anstatt sie gleich richtig zu grubbern. Ja, und deswegen springen wir jetzt mal rauf auf die Maschine und gucken mal, wie das Arbeitsbild ist. Und vor allen Dingen, hier sieht man auch schon, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ziemlich genau, leichte Überlappung, aber mit Autotrack natürlich überhaupt gar kein Problem. So, rein in die gute Stube hier. Hier seht ihr es schon, wir haben das ATU dran. Kabine zumachen, haben das ATU hier dran. Und natürlich 26,30, damit wir hier auch die Fahrspuren anständig hinbekommen. Ja, dann würde ich mal sagen, ballern wir mal los. So, erste Fahrstufe, Vorwärtsgang rein und los geht es. Hier nochmal Autotrack-Knopf drücken, damit wir auch wirklich im Lenksystem-Modus fahren. Und schon jückeln wir hier los. Ihr könnt das wunderbar sehen, dass er hier die Fahrspuren mitnimmt. Autotrack ist an und hat nur eine minimale Überlappung, was natürlich auch so ein bisschen mit dem ATU und, sage ich mal, der ja, Wellen und Fahrspuren hier zusammenhängt. Aber so können wir hier 18, 19 km/h, kann ich auch mal auf 19 km/h stellen, vielleicht schafft er wahrscheinlich sogar 20 km/h, hier ganz entspannt rüberdüsen und der Striegel gleitet quasi nur so über die Rapsstoppel. Am Vorgewende natürlich dementsprechend etwas langsamer fahren, hier auch nicht zu viel Überlappung produzieren. Hat mir Chef schon gesagt, dass wir eben entsprechend das Vorgewende nicht zu stark malträtieren. Deswegen keine Beete, sondern immer abwechselnd auf und ab. Und wieder rein in die Spur, ihn einsetzen. Einmal den Autotrack-Knopf drücken, dann spielt er sich ein. Da habe ich ihn nicht ganz perfekt hingesetzt. Sonst wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen harmonischer gewesen. Ja, und dann wieder Handgas an. Können wir jetzt hier mal gucken. Wie gesagt, stellen wir mal auf 20 km/h. Fahrstufe 1. 1800 Touren, macht er jetzt auch ziemlich knapp 20 km/h. Können wir auch ein bisschen weniger machen, dann ruckelt das hier nicht so ganz. Ich denke mal 19 km/h sind auch absolut ausreichend. Man muss es ja nicht übertreiben. Ja, und so läuft das, ne? So kann man das hier auf dem Active Seat, trotz der 20 Jahre alten Maschine, hätte ich jetzt schon fast gesagt, einigermaßen aushalten. Wir haben tatsächlich eine Thematik mit Motorkühlung, die wir scheinbar wieder super in den Griff bekommen haben, auch dank der guten Unterstützung, sage ich mal, der LVA dort, weil wir jetzt ja, eigentlich 90 Grad oder vielleicht mal 95 Grad Öltemperatur und auch alle anderen Kühlsysteme sind im richtigen Bereich nicht mehr überschreiten und damit, denke ich mal, läuft das ganz gut. Also wie gesagt, auch vom Weizenzug oder auch entsprechend jetzt hier bei, ja, es ist keine harte Arbeit, aber zumindest konstante Arbeit, ja, ist er da eigentlich ganz, ganz locker drauf und gleitet hier vor sich hin. Es ist immer wieder interessant, finde ich, auch wirklich mit dem 79,20 unterwegs zu sein, weil er hat schon so seine Wehwehchen. Es ist halt eine Maschine, die 12.700 Stunden auf dem Buckel hat, wo man natürlich dann auch das ein oder andere verzeihen muss und auch akzeptieren muss. Auf der anderen Seite, jetzt fliegt schon das John Deere Zeichen vom ATU hier ab oder vom Lenkrad. Das wollten wir natürlich nicht, aber auf der anderen Seite ist es dann doch wieder irgendwie erstaunlich komfortabel, wie man mit dem Schlepper arbeiten kann. Und es macht entsprechend auch viel Spaß. Jetzt müssen wir hier mal das John Deere Zeichen wieder in Gang kriegen. Kriegen wir das hier mal ran. Das gute Ding hier. Das ist allerdings keine 20 Jahre alt, sondern neu quasi. Oder neuer, weil das ja zum ATU gehört.
Hey, ihr seht das hier schon, die wunderschöne Kontinentalweste. Wir haben ja noch keine Kontinentalbereifung auf dem 7920, aber ich kann schon mal anteasern, vielleicht tut sich da ja was zum Ende des Jahres. Denn wenn wir mit dem Schlepper durch die Saison durch sind, wollen wir hier auch noch mal ein paar optische, sag ich mal, Sachen machen an der Maschine. Technik wurde jetzt ja dieses und letztes Jahr sehr, sehr viel gemacht. Und dementsprechend ja, wollen wir hier mit Continental wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zusammen machen. Hat ja wirklich bei dem 7810 enorm eingeschlagen. Ihr habt es jetzt auch gesehen, Alina von Alinas Landleben hat jetzt ja auch am 7810 Conti-Bereifung. Sieht natürlich mega aus, auch an ihrer Maschine. Ich glaube sogar, die haben am 1455 auch die Conti-Bereifung drauf. Ja, super interessant. Was wir hier allerdings machen wollen, ist vielleicht nicht die klassische Bereifung zu nehmen, den Traktor Master mit dem Normalprofil, sage ich mal, sondern diese eher straßenorientierte Bereifung draufpacken. Wird, glaube ich, auch sehr interessant, da mal dann so auch die Zugleistung auf dem Acker sich anzuschauen. Ist die wirklich so viel schlechter oder funktioniert das bei trockenen Bedingungen vielleicht sogar besser? Und ja, da bin ich da auch auf euer Feedback mal gespannt, was ihr meint. Aber wir wollen ja auch mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Und da unser 7920 ja quasi der neue Schlepper ist, kann man ja auch mal ein paar modernere Sachen machen. So, jetzt bin ich hier aber ein bisschen aus dem Schwung gekommen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass wir hier uns am Striegel nicht irgendwas abreißen. Ich muss ganz sagen, der läuft ziemlich idiotensicher, der Striegel. Also, ich bin ja auch mal so ein Experte, der dann da irgendwie mal eine Einstellung nicht optimal hat. Aber ja, also verstopft nicht, hat eine klare Wirkung, der Striegel. Kann man erstmal nicht meckern, würde ich sagen. Ja, jetzt schwenken wir mal ein bisschen auf die Drohne um, damit ihr auch mal ein bisschen seht, wie das Ganze von oben aussieht. Vielleicht kann man ja da schon so ein bisschen besser die ja, Fahrspuren erkennen, die wir hier auch tatsächlich machen. Das ist ja aus der Kabine der Übergang manchmal gar nicht so richtig sichtbar. Das ist also ja schon notwendig, dass man da auch Autotrack hat, um da wirklich sauber mitzufahren. Aber von der Luft aus kannst du natürlich die ja, diagonalen Striche und Abschnitte hier deutlich besser sehen. Und sieht auch, was für ein Speed der Schlepper drauf hat. Das finde ich eine ganz coole Sache. So, die Sonne ist mittlerweile ein bisschen weiter unten. Wir haben jetzt hier, ich weiß gar nicht, was das ist, 15 Hektar auf jeden Fall weitergearbeitet, vielleicht sogar 20. Da müssen wir nachher nochmal genau gucken. Ja, hat super funktioniert, lief einwandfrei. Der Striegel, so wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, macht Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Ist erstaunlich effektiv, muss man ganz ehrlich sagen, dafür, dass in Anführungsstrichen nur gestriegelt wird. Ja, finde ich ist eine gute Kombination und ja, hat auch Bock gemacht, heute den 7920 mal wieder in Action zu haben. Und wir werden sicherlich jetzt gerade zum Ende der Woche nochmal ein bisschen weitere Bodenbearbeitung machen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich kann schon mal so viel spoilern. Wenn alles gut geht, hoffen wir es mal, wenn alles gut geht, werden wir auch tatsächlich mal wieder ein Case auf unserem Format haben und da mit einer aktuellen und großen Maschine Bodenbearbeitung machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mal schauen, ob das funktioniert, ob das klappt. Ich mache jetzt hier noch die letzten zwei Bahnen vom Vorgewende fertig. Dann klappen wir zusammen und dann ist für heute erstmal Feierabend, passt soweit erstmal, und werden dann wahrscheinlich morgen nochmal die letzten Rapsstoppel bearbeiten mit dem Striegel, die noch offen geblieben sind.